Hallo ihr Lieben, ich bin's wieder. Heute in diesem Video geht es um das Thema Kugelfische, meine Lieblingsfische. Wie ihr sehen könnt, schwimmen sie da ganz geschillt rum. Ich frage mich eigentlich immer, wer guckt wen an, weil die hängen eigentlich grundsätzlich fast immer an der vorderen Scheibe. Wie ihr sehen könnt, ist das Becken üppig bepflanzt, um Revierverhalten vorzubeugen. Also das sind Fische, die gerne ihr Territorium haben, und wenn man ein schwächeres Tier hat, hat man ein bisschen Probleme, dass derjenige gemobbt wird. Gerade wenn man vielleicht ein Männchen hat, Männchen bilden Reviere wie Weibchen. Ich habe in meiner Gruppe, es sind 7 Stück, habe ich 2 Männchen und 5 Weibchen. Jungfische habe ich leider noch nicht bekommen. Ich habe die Kugelfische, die Zwergkugelfische, sehr klein bekommen. Waren auch sehr mager. Ich füttere 2-mal in der Woche mal Schnecken dazu, dass ich mal 1-2 Schnecken reinschmeiße für jeden. Das natürlich die Wasserqualität mindert, deswegen ist das Becken eigentlich ein bisschen arbeitsintensiver wie jetzt ein normales Becken. Da muss man ein bisschen das beobachten, weil die Schnecken werden nur kurz angestupst, ausgesaugt so ein bisschen, und der Rest verwest im Schneckenhäuschen. Und da muss man öfter mal auch die Schneckenhäuser den Rest aufsaugen, aufpassen, dass kein Fisch dazwischen kommt und gut ist. Also sie sind so ungefähr 1,5 cm groß, die ich hier habe, jetzt so geschätzt. Ja, ich halte sie zusammen mit Welsen. Der Wels, der jetzt im Vordergrund schwimmt, das ist ein Wels, der hat sich eingeschlichen. Ich kriege ihn im Moment nicht gefangen. Der soll eigentlich zu seiner Gruppe, die ich vorher in diesem Becken mit hatte. Aber sie sind jetzt umgezogen ins 125er, das ist eine Achtergruppe. Ja, und er ist über, ich muss mal gucken, wie ich ihn noch erwischen kann. Vielleicht hat einer Tipps von euch. Dann habe ich noch kleine Zwergpanzerwälze drin, auch in einer kleinen 5er, 6er Gruppe. Und da gehen die Kugelfische auch nicht dran. Ist eigentlich ein artgerechtes Becken. Man sollte da auch nicht Fische mit reinsetzen, die lange Schwänze haben. Das kann dann ein bisschen blöde werden, weil die knabbern da ganz gerne dran. Es sieht aus, als ob sie auf der Stelle zeitweise schwimmen. Die Augen können sich hin und her bewegen und trotzdem schießen sie manchmal richtig los. Ja, und man sollte auch ein bisschen freie Fläche zum Schwimmen haben, was ich euch ja gerne mal zeigen kann. Hier ist so eine Ecke, wo ein bisschen mehr Platz ist beim Filter. Man muss aufpassen, wenn sie zu klein sind, dass sie nicht in den Filter reingehen und, wie ich sagte, genug Versteckmöglichkeiten auch haben. Ein bisschen Sand wäre nicht schlecht, habe ich jetzt hier nicht. Vielleicht kommt das noch, sagt man immer Sand, da buddeln sie sich gerne wohl auch mal ein. Letztens habe ich beobachtet beim Füttern, da war der eine ein bisschen aggressiver dem anderen gegenüber. Na, ich füttere rote Mückenlarven meistens, und da hat er sich aufgeblasen wie so ein kleiner Ball kurzzeitig. Also es ist schon ungefähr vergleichbar mit den großen Kugelfischen, die ihr so kennt. Sie sind auch giftig, allerdings durch diese kleine Größe, die die Fische haben, ist es für Menschen eigentlich ungefährlich. Was ich gehört habe, ob es stimmt, weiß ich nicht. Vielleicht könnt ihr mir das sagen. Wenn man sie rausnimmt, sollten die keine Luft schnappen. Das wäre nicht gut für den Fisch. Dann blähen die sich auch auf und können die Luft aber schlecht wieder entweichen lassen. Aber das sind nur so Sachen, die ich mal am Rande irgendwo mitbekommen habe. Na, man soll auch ein bisschen Bodendeckerpflanzen, Moose haben. Wenn sie doch mal Eier legen, dass halt die Eier werden gerne wohl in Moos und so abgelegt. Aber wie ich sagte, ich habe da noch keine Erfahrung. Entweder sind sie noch nicht so weit, obwohl ich finde, geschlechtsreif sind sie schon. Beim Männchen erkennt man den Bauchstrich und dass die so wie so eine Falte hinterm Auge haben. Also das kann man bei meinen Zweien gut sehen. Ich kriege es leider jetzt nicht hin, das näher ranzuzoomen. Das würde man jetzt auch nicht sehen, weil die denken jetzt, es gibt was zu fressen. Und dann schwimmen sie ein bisschen ziellos umher. Wie ich sagte, ich weiß immer nicht, wer wen beobachtet. Ich kann das ja mal ausprobieren, dass ich sie immer füttere, dann könnt ihr dann mal sehen. Und nehme immer mit so einer spitzen Pinzette, halte das ins Wasser, wackele ein bisschen. Wenn ihr die Fische neu habt, kann es sein, dass sie noch nicht gleich drauf reagieren, deswegen auch nicht zu viel Futter nehmen. Seht ihr, die gehen dran. Und verteile das dann auch für welche. Ich habe ein schwächeres Tier, was so ein bisschen gemobbt wird, dass der auf jeden Fall auch was zu fressen bekommt. Der eine Fisch ist meistens immer hier rechts im Aquarium und die anderen halten sich mehr links auf. Eine verfressene Bande. Wenn die gefressen haben, werden die Bäuche auch etwas dicker. Dann werden sie so ein bisschen kugelrund. Wie ich sagte, man sollte nicht überfüttern, aber man sollte sie auch nicht zu mager werden lassen. Wie ihr seht, von der Zeichnung her gibt es verschiedene Muster und Varianten.
Der eine Jungfisch war damals richtig dunkel, fast schwarz und ist jetzt auch ein bisschen gräulich geworden. Ja, kleine Punkte, große Punkte, immer so weiter. Ich habe auch einen Antennenwels im Moment mit drin. Wenn er größer wird, zieht er ins größere Becken. Der düdelt ja auch rum. Ab und zu gibt es dann für den Antennenwels auch mal anderes Futter, wie Gurke und so weiter oder eine Futtertablette. Das interessiert die Kugelfische eigentlich nicht, weil an Trockenfutter gehen die nicht. Also das, auch von meinen Recherchen her, schlechte Karten, die würden eher verhungern. Eine Schnecke machen sie halt nicht vor Halt, deswegen ist dieses Becken das Einzige, was keine Schnecken hat. Ab und zu, wenn ich eine reinschmeiße, versteckt sie sich mal und man sieht sie dann noch laufen, aber irgendwann, ja, erwischen die Kugelfische die Schnecken. Man sollte natürlich auch keine Kugelfische einsetzen, nur um eine Schneckenplage zu beseitigen. Also Tiere für sowas einzusetzen, finde ich nicht so toll, weil wenn keine Schnecken mehr da sind, ja, was macht man dann? Ne? Und man sollte sich von der Schönheit auch nicht und von der interessanten Art auch nicht irritieren lassen oder beeindrucken lassen. Man sollte sich im Vorfeld schlau machen, dass die ein größeres Becken halt brauchen. Eine gewisse Wassertemperatur, also ich habe sie jetzt hier bei 25 Grad laut meinem Thermometer und der Filterauslass habe ich auch so eingestellt, dass nicht so viel Strömung ist, weil ich mal gehört habe, das wäre nicht gut, wenn die so in der Strömung rumschwimmen. Na, und ich mache einmal die Woche einen Teilwasserwechsel wegen den Wasserwerten halt, aber bis jetzt hatte ich da noch keine Probleme. Am Anfang ist mir mal einer gestorben, aber der sah ja sowieso schon mickrig aus. Ne, wenn man ins Zoogeschäft geht, da sind manchmal 20, 30 Fische, der fischt dann welche raus. Ne? Und weil man in jungen Jahren ja noch nicht erkennt, ob das Männchen und Weibchen ist. Und dann hat man mal so einen Mickrigen dazwischen und der hat es halt nicht geschafft. Kann auch eine Bakterienunverträglichkeit gewesen sein oder er war im Vorfeld schon krank, das weiß ich nicht. Nach ein paar Tagen war er halt tot. Ne, ich hatte ihn ja noch separiert, weil er nur im Bodengrund lag, aber hat nicht viel gebracht. Ein bisschen Schwund hat man immer, da kann man sich noch so viel Mühe bei geben. Und ich habe eine 7er-Gruppe, es sollen auch erstmal 7 bleiben, weil wenn ich wieder Jungtiere hole, wie im Handel ist, sind meistens Exporte, ja, dann habe ich nachher noch ein Männchen dabei und dann wird es wieder kritisch. Ne? Und deswegen, oder ich muss mal gucken, ob ich größere Tiere schon bekomme, wo man wirklich erkennen kann, ob es ein Männchen oder Weibchen ist. Wenn ich züchte, also nicht gezielt, wenn mal kleine kommen, würde ich mich natürlich tierisch drüber freuen. Aber im Moment schaut es nicht so aus. Ne? Obwohl Balls Verhalten ist ja, dass der eine den anderen so ein bisschen jagt. Habe ich jetzt so schon beobachtet, aber noch nicht gezielt, jetzt, dass ich sagen kann. Ne? Das ist es. Ja, mein Hund mal wieder im Hintergrund, der hat irgendwas wieder gehört. Wie es so ist. Ich habe mehrere Tiere, ich habe Schildkröten, ich habe Fische. Ja, 5 Becken sind es mittlerweile. Es kann ja eine kleine Sucht werden. Ich werde euch weiter berichten und ich hoffe, dass es euch ein wenig geholfen hat. Ich wünsche euch noch was. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da oder ein Abo. Würde ich mich sehr freuen. Bis dahin. Tschüss.